Heute zeige ich euch, wie ihr Pommes einkochen könnt. Moment mal, sagt ihr, habe ich richtig gehört? Pommes? Einkochen? Ja, das geht. Okay, zugegeben, sie sind natürlich noch nicht fertig frittiert. Die müsst ihr dann schon noch selber fertig frittieren. Aber wenn ihr dann mal Lust auf selbstgemachte Pommes habt, dann sind alle anderen Vorbereitungen schon erledigt. Wie das alles geht, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Übrigens, wenn ihr dann auch noch selbstgemachte Mayonnaise mögt, dann zeige ich euch in diesem Video hier oben, wie das geht. Die Zutatenliste ist denkbar einfach und kurz, deswegen brauche ich sie nicht aufschreiben. Ihr benötigt Kartoffeln. Nehmt auf alle Fälle festkochende Kartoffeln. Versucht es gar nicht erst mit vorwiegend festkochenden oder gar mehlig kochenden Kartoffeln. Das klappt nicht. Als erstes mal werden die Kartoffeln geschält und dann in pommesgroße Streifen geschnitten. Da Kartoffeln nun mal rund oder oval sind, bleiben beim Schneiden am Anfang immer so kleine Reststücke übrig. Die eignen sich nicht gut für Pommes, weil die spießen euch dann richtig in den Gaumen rein. Aber zum Wegschmeißen sind sie auch zu schade. Ich mache daraus beispielsweise nebenbei immer eine kleine Portion Bratkartoffeln. Und dann geht's auch schon weiter. Schon mal Wasser aufsetzen, Gläser vorbereiten, dann die Pommes abschütten, gegebenenfalls auch nochmal mit klarem Wasser spülen und dann können sie gekocht werden. Und anders als normale eingekochte Kartoffeln werden sie in heißes Wasser getan und nicht mit kaltem Wasser aufgesetzt. Weil sie ja so dünn sind, brauchen sie nur 5 Minuten lang kochen. Dann sind sie immer noch ziemlich fest, aber sie werden ja noch eingekocht, deshalb wirklich nur 5 Minuten. Und um sie anfassen und in die Gläser füllen zu können, werden sie jetzt nochmal schnell kalt abgespült. Und dann werden sie in heiß ausgespülte oder ausgekochte Gläser verteilt. Dann noch eine Prise Salz obendrauf, Wasser aufkochen und in die Gläser füllen. Die Gläser werden mit dem heißen Wasser bis unter den Rand gefüllt. Dann die Deckel auf die Gläser und gut und fest verschließen. Jetzt geht's ans Einkochen. Sie werden bei 100 Grad 20 Minuten lang eingekocht. Mehr braucht es nicht. Und dann sind sie fertig. Mehr braucht es dafür nicht. Ihr könnt sie natürlich gerne noch beschriften. Ich lasse das, weil hier sieht man tatsächlich, was drin ist. Jetzt habt ihr immer Pommes auf Lager und hey, die sind selbst gemacht. Viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.